Flux FM in digitaler Gesellschaft. Wir sprechen jede Woche am Mittwoch um 10 nach 4 mit der digitalen Gesellschaft. Es geht um Grund- und Bürgerrechte im Internet, aber auch gerne mal um Softwareprobleme. Heute ist das letztere Themenfeld das unsere. Man hat es vielleicht vor circa 2 Wochen in der Presse schon gelesen. Die Bundestagswahl könnte manipuliert werden. Eine fehlerhafte Software ist in dem Fall veraltet und die Daten, die quasi von den einzelnen Bezirken in Richtung Bundeswahlleiter geschickt werden, die können angegriffen und verändert werden. Die Konsequenzen liegen natürlich auf der Hand. Es droht ein falsches Wahlergebnis, wenn auch nur vorläufig, denn der Prozess ist hochkomplex und es wird oft auch in vorher abgemachten Prozeduren quasi nochmal nachgezählt. Aber trotzdem, vorläufig zumindest, könnte diese Software das Wahlergebnis verfälschen. Die Sicherheitslücke wurde veröffentlicht, dann hat es ein paar Updates gegeben, die allerdings nicht weitreichend genug waren. Es waren immer noch Angriffe möglich. Und wie es jetzt eben mit der Software weitergeht und ob wir ein sicheres Endergebnis zumindest haben werden bei der Bundestagswahl, die ja am Sonntag schon stattfindet, das weiß Alexander Sander von der Digitalen Gesellschaft. Schönen guten Tag nochmal. Hallöchen. Wir müssen auch den Chaos Computer Club lobend erwähnen an dieser Stelle, denn die haben sich auch in den letzten Tagen vor allen Dingen verstärkt nochmal um dieses Problem gekümmert. Zunächst aber mal für die Leute, die es doch nicht mitbekommen haben. Was ist das für eine Software und was ist der Fehler? Also es gibt um Stimmen auszuzählen, gibt es eben eine Software, die einem dann dabei hilft, eben diese ganzen Ergebnisse zusammenzutragen und wie du dann gesagt hattest, eben an den Bundeswahlleiter weiterzugeben. Das ist der Mensch, der am Ende des ganzen Wahlprozesses auch eben dieses Endergebnis verkündet. Mhm. Jetzt ist es so, dass ich zum Beispiel in meiner Gemeinde oder in meinem Wahlkreis eben wählen gehe, dann wird das eben auf so einem Zettel geschrieben, dann wird das ausgezählt, alles auf diesen Zettel und Stift. Und dann wird aber dieses Ergebnis eben mit einer Software also in diese Datenbank eingegeben und dann entsprechend übermittelt. Mhm. Dafür gibt es verschiedene Anbieter in Deutschland, denn jedes Bundesland hat leicht andere Regeln, wie eben gewählt wird und andere Vorgaben. Aber es gibt eine Software, PC-Wahl heißt die, die eben sehr weit verbreitet ist und also in sehr vielen Orten in Deutschland eben genutzt wird. Mhm. Und genau diese Software wurde jetzt eben Ziel dieses Angriffs. Man hat eben versucht, auch schon 2009 mal an diesen Source-Code, an den Quellcode dieser Software heranzukommen, um eben zu überprüfen, ob die denn hier auch tatsächlich richtig rechnet, ob die Übermittlung richtig funktioniert und ob die eben nicht gehackt werden kann. Das wurde dann also leider abgelehnt, weil die Begründung, und das ist auch ziemlich absurd ist, dieser Code könnte nicht veröffentlicht werden von der Software, weil das eben Teil dieser Sicherheitsarchitektur ist. Also das bedeutet, man veröffentlicht es nicht und das ist das Sicherheitskonzept. Okay. Weil wenn keiner die Software kennt, dann ist sie sicher. Ja. Das war so ein bisschen die Idee. Das hat natürlich jetzt nicht funktioniert, wie wir jetzt herausgefunden haben, dieses Konzept. Das funktioniert in den seltensten Fällen, dieses Sicherheitskonzept. Denn es hat sich dann jetzt vor 2 Wochen jemand ein bisschen auf die Suche begeben, hat ein bisschen rumgegoogelt und hat dann zum Beispiel Anleitungen im Internet gefunden, wie diese Software zu bedienen ist. Aha, so du dolle gut versteckt war es also doch nicht. Also die Software schon, aber eben diese Anleitung. Okay. Weil irgendwie muss man ja auch lernen, wie man das Ding bedient. Also es gibt ja dann ziemlich viele Wahlhelfer, die dann in Deutschland irgendwo sitzen und diese Software dann halt irgendwie auch bedienen müssen und denen muss man das ja irgendwie vorher mal verklickern, wie das funktioniert. Das Dumme war jetzt, dass dann in dieser Anleitung auch der Zugang zu der Software drin stand. Also wie man eben an diese Software rankommt, auch stark passwortgeschützt mit sowas wie Wahl. Das Passwort Wahl, also schon besser als 12345 oder Passwort, aber das Passwort Wahl ist jetzt auch nicht so super sicher. Ne? Vor allem nicht in dem Zusammenhang, ja, das stimmt. Und es wird von allen gleichzeitig benutzt. Ja. Also es gibt nicht für jeden Benutzer ein anderes Passwort, sondern jeder benutzt sozusagen denselben Login, dasselbe Passwort. Und somit hat er dann dieser Mensch Zugang zu dieser Software bekommen und konnte sich den eben in großen Teilen angucken, wie das Ding geschrieben ist und darüber eben feststellen, dass das große Problem darin liegt, dass eben wenn diese Übermittlung dieser Daten stattfindet, dass das überhaupt nicht zertifiziert wird. Also das bedeutet, es wird überhaupt nicht überprüft, ob derjenige, der die Daten absendet, auch tatsächlich derjenige ist, der diese Daten vorher eingesammelt hat und berechtigt ist, die abzuschicken. Das bedeutet, also ich kann mich relativ einfach in diesen Prozess einklinken, in Anführungsstrichen, und dann halt selber Wahlergebnisse produzieren und die da hinschicken und sagen, ja, ich bin hier Wahlkreis 17 und das sind halt meine Ergebnisse. Augen auf bei Wahlkreis 17, meine Damen und Herren, im Wahlleiterbüro.
Genau. Und das Witzige ist, das funktioniert sogar auch für Wahlkreise, die diese Software gar nicht benutzen. Aha. Also selbst in Wahlkreisen, wo diese Software eigentlich gar nicht benutzt wird, könnte man dann eben sagen, ja, aber wir haben diese Software und schicken dann eben diese Daten ein. Das ist eigentlich so dieses Kernproblem. Und das zweite Problem ist eben auch, dass diese Updates, die da gemacht werden, dass die eben auch nicht signiert sind, dass man eben auch nicht weiß, aus welcher Quelle die jetzt eigentlich kommen. Und so kann man dann eben relativ leicht auch diese Software eben entsprechend an den Stellen umschreiben, wo man halt eben dieses Wahlergebnis manipulieren könnte. Ja, jetzt. Wie gesagt, es ist aber auch gleichwohl so, dass halt trotzdem immer noch mal diese Ergebnisse halt eben von diesen einzelnen Wahlkreisen auch noch mal eben mit Zettel und Stift festgehalten werden. Und wenn dann eben dieses Ergebnis veröffentlicht wird, dann wird jeder Wahlkreis eben sehen, oh, hier sind aber Ergebnisse übermittelt worden, die sind gar nicht von uns. Deswegen würde dann am Ende des Tages eben trotzdem das richtige Wahlergebnis stehen. Ja. Aber man hätte natürlich die Situation, dass dann halt, wenn alle mit Daumen drücken, 18 Uhr vorm Fernseher sitzen und eben halt dann diese Wahlergebnisse sehen, beziehungsweise gibt es ja dann eben dieses erste vorläufige Endergebnis, glaube ich, so gegen 19 Uhr oder sowas wird das veröffentlicht. Und da würden dann eben zum Beispiel so Quatschzahlen rauskommen. Und man stelle sich vor eben, keine Ahnung, eine bestimmte Partei kommt nicht in den Bundestag oder hat auf einmal exorbitant viele Stimmen. Und dann müsste eben ein paar Stunden später oder vielleicht ein paar Tage später eben gesagt werden, ja hier, tralala, das war doch leider nicht das richtige Ergebnis. Wir haben nochmal nachgezählt und da wäre natürlich das Geschrei groß. Und in den Zeiten, in denen wir leben, ist das genau das, was wir nicht brauchen können, so eine Situation, in der man den Glauben an die Demokratie zu verlieren, glaubt, im Recht zu sein, sozusagen. Das ist nicht gut. Ich habe vorhin den Chaos Computer Club schon mal erwähnt und habe auch im Vorgespräch quasi vorgeschlagen, dass man den in Democratic Computer Club umbenennt. Denn die haben ja vor 2 Wochen schon gesagt, pass auf, da gibt es diesen Fehler in der Software, da muss was gemacht werden. Auf Seiten des Bundes bzw. auf Seiten des Softwareherstellers ist nicht viel passiert. Da ist dann auch die Frage, können sie es nicht oder schaffen sie es zeitlich nicht? Das ist eine Frage, die der Chaos Computer Club so gestellt hat. Und dann haben sie irgendwann jetzt 5 Tage vor der Wahl gesagt, wir müssen das jetzt selber machen, wir müssen selber dieses Loch stopfen und zumindest mal was schreiben, was also softwaremäßig was dazu beiträgt, dass das ein bisschen sicherer wird. Wie ist das jetzt zu bewerten? Ist das so, dass jetzt auch die vorläufigen Ergebnisse sicherer geworden sind durch den Democratic Computer Club? Also zunächst einmal erstmal durch diese Veröffentlichung schon vor 2 Wochen ist natürlich erst einmal eine kleine Maschine in Bewegung gesetzt worden. Man hat dann eben zum Beispiel Regeln festgelegt, dass es dann eben ganz altmodisch Telefonketten geben wird. Also das bedeutet, dass dann eben nochmal eine Rückversicherung über zum Beispiel den telefonischen Weg erfolgt, dass hier eben dann nochmal genau geschaut werden soll von den Wahlkreisen eben entsprechend, ob das Ergebnis auch richtig ist, was da jetzt eben übermittelt wurde. Also mal relativ altmodische Methode, um jetzt eben zum richtigen Wahlergebnis zu kommen. Gleichzeitig hat eben auch der Hersteller dieser Software die bestimmte Updates vorgenommen und hat eben damit versucht, das Ding sicherer zu machen. Das hat aber eben, wie du gerade eben schon gesagt hast, nicht funktioniert. Der CCC hat sich eben diese neue Sicherheitsarchitektur, die da aufgebaut wurde, nochmal angeschaut, hat eben auch relativ zügig so eben geiler, wieder... Ja, mach doch mal was geiler. Nee, ist leider nicht geiler geworden. Mach doch mal oder wir machen es dann halt sonst. Genau, und haben dann eben jetzt, und das ist das Entscheidende auch, eben Open Source, also so, dass sich auch jeder den Code eben anschauen kann und gucken kann und überprüfen kann, ob der denn jetzt sicher ist oder nicht, eben ein bisschen Software geschrieben und hat die dem Anbieter kostenlos zur Verfügung gestellt, um eben sein System sicher zu machen. Also witzigerweise hat dann zum Beispiel eben dieser Anbieter gesagt, okay, wir müssen das mit diesen signierten Quellen machen, damit ich eben weiß, wo dieses Paket herkommt. Aber er überprüft das dann halt nicht. Also er sagt halt, okay, signiert, aber ist auch gut. Ich überprüfe es halt nicht. Es ist eine Unterschrift drunter. Ja, genau. Ob von die echt ist jetzt oder von wem ist egal. Das ist erstmal egal. So. Hauptsache, es ist eine Unterschrift drunter. So, ne? Also das ist halt eben auch so alles ein bisschen merkwürdig. Und die Software ist 30 Jahre alt, das haben wir so auch noch nicht erwähnt. Genau, die Software ist 30 Jahre alt, da wurde ja eben auch in 30 Jahren halt immer wieder mal ein bisschen dran rumgedoktert. Die wurde halt für die jeweiligen Gemeinden halt eben so zugeschnitten, wie man sie braucht. Deswegen ist das sicherlich auch ein riesengroßes Wirrwarr, aber völlig unabhängig davon, das war am Anfang auch so eine Ein-Mann-Programmiererbude irgendwie, die das da gebastelt hat. Nichtsdestotrotz kann man ja trotzdem ein sicheres Produkt auf den Markt bringen und spätestens dann, wenn man eben diese Sicherheitslücken weiß, dann, und man hat eben diese 2 Wochen Zeit jetzt und hat dann eben auch gesagt, man hat jetzt ein sicheres System und kriegt dann aber immer noch nicht hin. Das ist dann schon einigermaßen peinlich und da muss man dann halt schon auch an der Kompetenz einfach dieser Hersteller dann zweifeln, ob die hier überhaupt in der Lage sind, ein sicheres Produkt auf den Markt zu bringen. Übertrieben könnte man jetzt sagen, der Chaos Computer Club hat unsere Demokratie gerettet. Ganz so krass ist es aber eben nicht, weil wir ja vorhin schon erwähnten, es sind im Prinzip nur vorläufige Ergebnisse betroffen. Es wird in Deutschland alles nochmal nachgezählt. Jeder Zettel mit dem Kreuzchen drauf wird nochmal in die Hand genommen und quasi away from key
Keyboard in die ganze Rechnung mit einbezogen. Insofern muss man nicht Angst haben vom Endergebnis, sondern von den Zwischenergebnissen, wenn überhaupt, oder? Ja, und ich bin mir auch da eigentlich relativ sicher, dass man genau, ob dieses Skandals jetzt eben nochmal sehr viel genauer schauen wird und eben diese Telefonketten zum Beispiel benutzen wird, bevor man dann eben hier diese Ergebnisse verkündet. Also da glaube ich, da wird nochmal viel auf analogen Weg versucht, eben die Ergebnisse tatsächlich zu überprüfen. Aber was dieser Fall eben zeigt, ist, dass vor allen Dingen eben solche Ideen wie wir brauchen eine digitale Abstimmung oder digitale Wahlen oder sowas, dass das überhaupt keine gute Idee ist, wenn schon einfach nur bei solchen einfachen Anwendungen sozusagen solche Sicherheitslücken schon entstehen. Was es auch zeigt, wir brauchen auf jeden Fall Open Source bei solchen Technologien. Es ist eine freie, offene, demokratische Wahl. Da sollte eben auch der Code entsprechend einsehbar sein. Man sollte sehen können, wie eben hier gerechnet wird, wie solche Systeme funktionieren, ob sie eben entsprechend sicher sind. Das sind zentrale Sachen und natürlich, dass es dann eben auch, ich meine, wir haben sowas wie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die sind, das ist die Behörde, die für sowas zuständig ist. Die hat übrigens auch schon im März diesen Jahres gesagt, dass es hier Probleme mit der Sicherheit dieser Software gibt. Auch da ist nichts passiert. Da muss man sich auch fragen, was ist dann eine Empfehlung von solch einem Bundesamt wert, wenn danach keine Handlungen passieren. Ja. Also hier muss man diese Behörde entsprechend dann vielleicht auch ein Stück weit stärken, dass sie hier dann eben sagen kann, ihr müsst das jetzt ändern, sonst darf diese Software nicht benutzt werden. Es geht hier immerhin eben um die Bundestagswahl. Ja? Es geht hier nicht um irgendwie eine Kinderlitzchen-Abstimmung im Skatclub oder sowas. Also es ist eben unsere Bundestagswahl. Und also hier muss man sich einfach strukturell überlegen, wie man grundsätzlich solche Probleme künftig löst und eben Abstand davon nehmen, sowas wie eine digitale Wahl zu fordern, wenn man eben solch einfache Software noch nicht mal sicher auf den Markt bekommt. Das hat ja glücklicherweise das Bundesverfassungsgericht 2009, glaube ich, schon erkannt und hat gesagt, zunächst mal bitte weiterhin mit Zettel und Stift. So ist es. Aber because deswegen, it's harder to falsify. Aber da, auch da wissen wir ja, dass das nicht immer alle Entscheidungsträger interessiert, was ein Bundesverfassungsgericht sagt. Hatten wir ja auch schon verschiedene Themen hier von der Vorratsdatenspeicherung angefangen bis hin zu Staatsfeuern und so weiter und so fort, wo dann hier auch immer wieder vorbei an Gerichten irgendwelche Entscheidungen auf den Weg gebracht werden. Deswegen ist es wichtig, dass auch dieses Thema im Hinterkopf zu behalten. Ja, genau. Und das möchten wir im Prinzip von euch da draußen fordern. Behaltet das Schema im Hinterkopf. Auch unter Umständen beim Betrachten der ersten vorläufigen Ergebnisse. Wenn es da gar nicht in eure Richtung geht, vielleicht kurz nochmal durchatmen und vielleicht und auch hoffen, dass die Software schuld ist. Vielen Dank, Alexander Sander. Ihr könnt das Gespräch, falls ihr in der Mitte erst eingeschaltet habt, auch nochmal nachhören auf fluxfm.de oder bei YouTube könnt ihr das gucken. Viel Spaß dabei und vielen Dank nochmal, Alexander Sander.